Hier, nicht, dass der Schumi am Sonntag noch disqualifiziert wird, wegen dem Zusatzspoiler im Gesicht. Große Zweifel bei Michael Schumacher. Hätte er doch lieber zu Toyota wechseln sollen? Keine andere Marke fährt derzeit so zuverlässig und mit so wenig Sprithöchstgeschwindigkeiten. Tja, wieder mal ist ein Prius-Fahrer auf der Autobahn von der Sonderausstattung Bleifuß überrascht worden. Ich glaube, in dem Modell würde sogar Ralf Schumacher gewinnen. Hier mein Tipp für Raser. Toyota kaufen, bei der Geschwindigkeitskontrolle die Zivilstreife rammen und den Beamten dann um den Hals fallen. Oh Gott, ich bin so froh, dass sie mich angehalten haben. Mit Autozügen können übrigens bald auch Nicht-Toyotas quasi führerlos auf der linken Spur fahren. Die BBC berichtet hier über diese von vorne funkgesteuerten Fahrgemeinschaften, die das System der Holländer noch perfektionieren sollen. Und auch diese interaktive Grafik der BBC ist sehr interessant. Sie zeigt die weltweite Ausbreitung des Internets zwischen 1998 und 2008 und veranschaulicht außerdem leicht verständlich, was jeden Tag im Internet los ist und wie das alles überhaupt funktioniert. Ja, von diesen roten Pfeilen zum Beispiel höre ich heute zum ersten Mal. Harte Konkurrenz für die Bunte. Die CSU bespitzelt sich jetzt einfach selbst. Der Büroleiter von Horst Seehofer wurde entlassen, weil er den Computer eines Parteikollegen angezapft hat. Wahrscheinlich wollte er am Stuhl des Kollegen sägen. Aber da wird er sich jetzt natürlich wieder rausreden und sagen, ich hatte doch nur Hunger. Und dachte, das wäre so ein Brotstuhl von Enoch Armengol. Natürlich Quatsch, auf denen kann man ja gar nicht sitzen. Die würden sofort zusammenbrechen, wenn man die mit seinem Schinken belegt. Aber immerhin wird so Holz geschont und die Wälder können sich ähnlich prächtig entwickeln wie in dem fantastischen, preisgekrönten Animationsfilm Descendants. 3 Jahre lang hat Heiko van der Scherm daran gearbeitet und Whoopi Goldberg hat dem Ganzen schließlich ihre Stimme geliehen. Ein gleichermaßen anmutiger wie nachdenklicher Film über unerfüllte Wünsche und den brutal schönen Kreislauf des Lebens. Nicht nur Büroleiter, auch Chorleiter schlagen bei der Arbeit ja schon mal gern über die Stränge. Der Papstbruder Ratzinger zum Beispiel hat zugegeben, dass er seine Chorknaben früher geohrfeigt hat. Aber er hat niemanden grün und blau geschlagen, hat er gesagt. Und von all den anderen Misshandlungen dort hat er in seinen 30 Jahren auch nichts mitbekommen. Da war er wohl eine echte Vertrauensperson. Die Domspatzen sollte man jetzt jedenfalls boykottieren und lieber bei onetrackmind.com nach neuer Musik gucken. Ein feines Blog, auf dem jeden Tag ein neuer, kostenlos herunterladbarer Song vorgestellt und besprochen wird. Eher auf Pop-Klassiker steht dagegen diese junge Dame. Und zwar nicht nur akustisch, sondern auch optisch. Sie demonstriert sehr eindrucksvoll, dass Michael Jackson das auch alles viel schneller und billiger hätte haben können. So, und wir brauchen jetzt von euch einen ähnlich eingängigen Text wie Billie Jean, aber nicht für einen Song, sondern für eine Website. 3minutes.de sucht nämlich noch einen griffigen Slogan bzw. Untertitel für Ehrensenf. Im Moment steht da, Ehrensenf ist super, was natürlich stimmt, aber vielleicht noch optimierbar ist. Vorschläge bitte einfach in die Kommentare. Der Gewinner bekommt von uns einen schicken Ehrensenf-Thermobecher. Viel Glück! Das war Ehrensenf, ich liebe euch alle, tschüss. Hat mal einer von euch eine Brille? Ich bin mit dem Rad da.